Willkommen Leute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute schaue ich mir mal die Minecraft Attack 2 Welt an. Die gibt es ja jetzt zum Download. Ich befinde mich ja gerade im Singleplayer und ja, hier gibt es sogar die Kisten. Streetmaster hat ja hier die Map irgendwie gedownloadet vom Server mit so einem Mod, den er auch mal vorgestellt hat. Ja, wo man einfach Serverwelten downloaden kann. Den gibt es auch für 1.11.2, wo ja das Projekt hier lief. Und ja, das lief ja hier über 7 Monate. Das war einfach so ein Survival-Projekt, Minecraft Attack eben und... ja, da habe ich natürlich einiges geschafft hier. Und jetzt wollte ich mir das Ganze mal im Creative Mode angucken. Gespielt habe ich das Ganze übrigens auf meinem Kanal Igitz. Da habe ich 175 Folgen dazu gemacht. Das war ziemlich krass. Und ja, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Ist auch immer in der Beschreibung der Link. Und ja, hier zum Beispiel diesen Enderraum habe ich sehr lange gebaut. Da habe ich echt viele Folgen dran gesessen. Und ja, hier, das war mein Weizenfeld. Hier nochmal meinen Raum, so ein bisschen, nur um das nochmal zu zeigen für die Leute, die es noch nicht kennen. Und hier war gleich so eine Achterbahn, genau. Und das wollte ich mir mal so ein bisschen im Game Mode 3 angucken, irgendwie. Da hätte ich irgendwie mal Bock drauf. Hier war zum Beispiel von Martin Storms die Mine. Ja, das war einfach ein anderer Mitspieler. Und hier haben wir dann noch ein paar Smaragde und so weiter. Und hier sind immer so Löcher nach unten. Das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, die hat Delahead immer gemacht. Warte mal. Ach so, das war hier beim Turm, als Strafe, wenn du runterfällst oder so, keine Ahnung. Ja, und ich mach mal hier Time at 13.000, obwohl ich weiß gar nicht. Warte mal, wie vielte Tag ist jetzt hier eigentlich? Was steht denn da? Wo steht denn das jetzt? Irgendwo steht doch immer Day irgendwas. Ah ja, hier, Day 2607 sieht man da. Lol. Als ob. Ich wusste gar nicht, dass das auch gespeichert wurde, der Tag. Ich will mir mal den Nether angucken und so und ob das alles richtig gespeichert ist. Das gucke ich gleich. So, warte mal. Wo ist denn hier mein Netherportal? Hier unten, genau. Da kann ich ja mal durchgucken. So, ganz kurz. Ich weiß auch gar nicht, ob die Koordinaten genauso sind oder ob die irgendwie geändert wurden im Vergleich zu vorher. Müsste ich mal in meinen alten Folgen gucken. So, ja, auf jeden Fall, der Nether ist noch da, mit dem Hub hier und allem. Ich will mal gucken, ob hier hinten noch alles da ist. Hier anscheinend auch. Aber mein Portal hier hinten irgendwo, was da war, ob das noch da ist, das weiß ich gerade nicht. Ach, da war es, genau. Da ging es nämlich zu so einer Zweitstadt. Und die wollte ich mir mal angucken. Ja, hier hatte ich mich dann irgendwie runtergebaut und da... Das war schon ein ganz anstrengender Weg auf jeden Fall. Und da oben ist dann die Zweitstadt, glaube ich, ne? Ja, genau. War erst Streetmasters Außenposten und dann wurde es eben zu so einer Siedlung hier. Und die ist auch noch da auf jeden Fall. Ziemlich cool. Ja, hat Streetmaster sich drum gekümmert, das alles so hinzukriegen. Und hier brennt sogar noch ein Ofen. Lol. Ach so, das ist einfach so ein automatischer. Okay. Und dann gucke ich nochmal hier runter. Hier war Nekrux Keller. Kann ich auch nochmal im Game Mode 3 machen. Oh, warum nicht? Da sieht man mal so einen Überblick, ne? Wie das alles aussieht, so unterirdisch. Oh, hier die Treppe haben wir nicht mehr fertig gekriegt. Das war dann einfach zu spät. Okay. Ach so, bis hierhin ging das dann. Ja, gut. Das war eigentlich ganz cool hier mit der Zweitstadt auch noch. Nur, dass Martin Storms ja alles gesprengt hat, das war nicht so geil. Das fände ich echt ein bisschen sinnlos, ne? Ja, und vor allem, hier steht immer noch so viel Überreste rum und das hätte eigentlich nochmal alles abreißen müssen irgendwie, ne? Naja. Und ansonsten gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu zeigen. Soll ich hiervon einen Screenshot nehmen? Warum nicht? Hm? Ja, doch eigentlich ganz cool, so von der Zweitstadt. Ah, Moment. Ich zoome mal nur ein bisschen raus. Okay, gut. Ja, und dann wäre es das eigentlich auch schon gewesen von dem Video. Heute mal nur so ein kleines, kurzes Video, wo ich einfach mal so ein bisschen drüber fliegen wollte und mir das angucken. Ich weiß nicht, ob es hier noch was gibt. Oh, hier ist noch so ein geheimes Lager von Monkhex. Ich glaube, hier ist nichts drin in den Kisten. Das ist nur so Deko gewesen. Wurden hier eigentlich die Kisten gespeichert? Vielleicht, ja doch, hier sind sie auch gespeichert worden. Okay. Ich kann ja nochmal zur Hauptstadt gehen. Da war ja hier das, Portal. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt jetzt. Nee. Lol. Wieso ist die Druckplatte dauerhaft getreten?
Das verstehe ich jetzt nicht. Aber die war irgendwie die ganze Zeit getreten schon. Keine Ahnung warum. Hä, warum geht das nicht? Was steht denn da drin? Ach, da steht gar nichts drin. Was ist denn das? Na toll, dann kann es ja nicht gehen. Dann muss ich über den Nether zurück oder ich mache einfach Slash Kill. Na gut, dann mache ich so. Ich weiß gar nicht, ob meine Spielerdaten eigentlich gespeichert wurden. Muss ich mal gucken hier in Statistiken. Ne, die wurden nicht gespeichert. 6 Minuten jetzt gerade mal Spieldauer, also von gerade eben. Na gut, auf jeden Fall hier nochmal so ein bisschen die Hauptstadt, ne? Da habe ich auf jeden Fall auch noch die Mauer ziemlich lange jetzt gebaut. In Streams und so. Und ja, ansonsten eigentlich ein ganz cooles Projekt hier. Fand ich ja. War ja eigentlich immer so mein Lieblingsprojekt. So, das hier kannte ich auch schon. Aha. Wo geht's denn hier hin? Lol, warte mal. Fackel. Vor allem habe ich schon vor 2 Minuten gesagt, dass ich das Video beenden will. Aber es ist immer noch am Laufen. Lol. Okay. Irgendwelche Gänge sind das hier. Ich weiß auch nicht, warum die mal angelegt wurden. Aber irgendwie waren hier immer so richtig viele Gänge in der Map. Sieht man ja hier. Hm, ziemlich komisch. Hier ist auch noch das Lager von Monkex. Hier sind noch meine Treppen nach unten und so. Hier ist noch Streets-Zeug. Und die Mine, Alter. Die war auch heftig. Ja, und ich weiß gar nicht, was Monkex davor, Martin Storms davor hatte. Bei dem Loch nach unten. Lol, das kenne ich gar nicht hier. Ach, das ist von, das ist so ein Farbwechsler. Der hat aber nie funktioniert, das war immer dieselbe Farbe. Beziehungsweise, das ist eigentlich so eine Mischung aus den 3 Farben einfach nur. Der Farbwechsler funktioniert einfach nicht. Naja, der war aber für den Spawn auf jeden Fall. Und, ach so, hier sind dann wahrscheinlich Smaragdblöcke und so, damit der Beacon funktioniert. Okay. Hm. Noch irgendwas Interessantes? Lol, hier ist einfach so ein Raum. Als ob. Und da ist noch eine Kiste. Von irgendeinem Strip-Mining-Zeug. Hm. Ziemlich nice auf jeden Fall. Das hier sich mal anzugucken so. Ah. Da ist noch so ein Kolosseum. Und hier die Sandsteinfarm. Die war direkt über meinem Beacon-Ding. Wusste ich auch noch nicht, dass das so nah war. Hm, noch irgendwas? Ansonsten beende ich dann das Video. Ja, ich denke mal, das wäre so im Groben gewesen, was es hier zu zeigen gab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und, beziehungsweise nicht in der nächsten Folge, sondern im nächsten Video. Und mal sehen, was es da dann so zu sehen gibt, ne? Und ja, dann verabschiede ich mich. Tschüss!